Achte mal drauf, wie das hier für ein Bildausschnitt ist, wie weit ich da reingezoomt habe. 50 Megapixel halt, ne? Die Sache mal will ich nicht haben, aber wenn man sie hat, ist es schon echt geil. Guck dir das an, das ist so verrückt. Kurztest, erster Eindruck, Sony Alpha 1, die neue... Habe ich nicht gesagt? Nein, hast du nicht. Ja, aber zum fünften Mal hier, du Mann, da wirklich. Hallo zusammen. Erster Eindruck, Kurztest, Sony Alpha 1, die neue Top-Kamera von Sony. Und der Disclaimer gleich vorweg, das ist ein Leihgerät von Sony Deutschland, das wir leider nur für ein paar Tage haben. Wir haben sie jetzt seit 2 Tagen im Einsatz und es ist fast ohne Pause am Regnen oder Schneien, sodass wir ein bisschen eingeschränkt waren. Aber wir haben ein paar erste Erkenntnisse gewinnen können. Haptik, sehr ähnlich wie bei der A92. Sehr schön, wenn ich hier oben links anfange, ist sicherlich für die Sportfotografen dieser Doppeldrehregler. Mit dem kann ich schalten zwischen Single- und Continuous-Autofokus. Und hier halt zwischen Einzelfeuer, Serienfeuer, Bracketing und so weiter und so fort. Also das ist, dass man das convenient zur Hand hat direkt. Dann habe ich hier einen Custom-Button, das Menü, den Modus-Drehregler, diverse Buttons. Und das Besondere hier, wenn du von der A7er Serie kommst oder 6000er Serie kommst, die Buttons sind größer und haben viel besseren Druckpunkt. Dadurch fühlt sich die ganze Kamera schon mal sehr viel hochwertiger an. Auch hier der Griff hat für meine Hände eine gute Größe, wobei der Pinky, der kleine Finger, passt nicht mehr rauf. Persönlich würde ich mir wünschen, dass die Kamera ein bisschen größer ist, weil man hier ja auch häufig mit großen Objektiven arbeitet. Da wäre ein größerer Body besser. Man kann Batteriegriff ranmachen, wenn man das gerne möchte. So, sei jedem selbst überlassen. Interessant ist sicherlich auch, was ich hier so an Anschlüssen habe, weil ich eine ganze Menge habe, wie zum Beispiel einen HDMI-Ausgang für alle, die mit externem Monitor arbeiten wollen, die Videoleute natürlich auch. Und dann hier eben auch den Netzwerkanschluss. Nutze ich selbst nicht, aber wenn ich überwiegend im Studio arbeiten würde, warum nicht? Und sicherlich auch interessant für Sportfotografen, so am Fußballrand oder so. Da haben wir unten noch so einen kleinen Mikro, keine Ahnung, warum ist da wohl noch ein Mikro-USB-Anschluss dran? Fernauslöser. Fernauslöser. Ja, natürlich, Fernauslöser. Sehr gut, danke. Sucher, der Sucher ist klasse, also wirklich sehr hohe Auflösung natürlich, man sieht nicht mehr, dass es ein Sucher ist, er sieht aus wie Glas, plus halt, dass er die Anzeige hat, sehr hochauflösend, sehr klar, also das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und wenn ich die Kamera mal anmache, dann sieht man, dass wir das neue Menü haben, einschließlich eben Touch im Menü und natürlich auch in der Kamera nachher Touch, also ich könnte Autofokus setzen, beziehungsweise wenn ich Bilder habe, ist keine Karte drin, dann kann ich natürlich auch reinzoomen etc. Ich habe 2 Kartenslots und zwar sind das beides Dual-Slots. Das heißt, ich kann eine alte SD-Karte reinstecken, aber ich kann auch die neuen Karten reinstecken. Und das ist tatsächlich so mit so einem externen Card-Reader nachher, das ist wie eine SSD-Platte. Also man kann da direkt drauf arbeiten und so weiter und so fort. Weil, um das gleich aufzugreifen, das ist ein Thema. Ich habe sehr große Dateien und auch sofort sehr, sehr viele Dateien, weil wenn ich hier mal auf Highspeed schalte und tatsächlich mit 30 Bildern pro Sekunde arbeiten würde oder sowas, und ich kann schreiben, bis die Karte voll ist. Also habe auch 100 Bilder. Und die dann erst auf dem Laptop zu kopieren, zum Bearbeiten und so weiter und so fort. Also ich persönlich würde auf dem externen Gerät arbeiten. Und ich persönlich habe mit Sony gesprochen tatsächlich. Ich würde mir auch sehr wünschen, ein großer Nachteil bei der Kamera, ich habe keine Medium- und Small-RAW-Dateien, so wie Canon und Nikon das haben. Und im JPEG ist es drin, aber eine RAW-Datei leider nicht. Weil das wäre natürlich schon ein Vorteil. Weil die vielen Pixel braucht man ja nicht immer. Ich werde jetzt nicht anfangen, Spezifikationen vorzulesen. Ich verlinke direkt zu Sony, da kannst du das nachlesen, wenn es dich interessiert. Aber ein paar Highlights greife ich natürlich raus. Ich fange mal mit Autofokus. Neu bei der Kamera ist der Augen-Autofokus bei Vögeln. Und das haben wir ausprobiert. Wir sind zu Sebastian in den Garten gegangen und haben uns tatsächlich Vögel gesucht. Wir sind jetzt hier bei Sebastian im Kellereingang, haben mit Decken hier alles ein bisschen abgehängt und der Sebastian hat hier eben die Vogelhäuser stehen und in die Richtung fotografieren wir jetzt, weil was wir sehen wollen, ist die Augenerkennung bei Vögeln mit der neuen Kamera halt eben. Ist ein bisschen albern, dass wir hier 21.000 Euro stehen haben und damit auf Spatzen schießen. Aber ich bin gespannt, vorstellen kann ich mir das nicht. Schnee und Äste und so weiter und so fort. Dass er den Vogel erkennt, ja, aber Auge. Ja, Auge. Ich bin gespannt. Thank you.
So, mal einmal reingucken hier. Alter Vater, ich kann da reinzoomen. Guck dir das mal an da. Das kann ich durchschalten. Und null Wartezeit hier beim Durchschalten auch, ne? Oh, guck dir das an. Oh, der ist gut. Und achte mal drauf, was das hier für ein Bildausschnitt ist, wie weit ich da reingezoomt habe. 50 Megapixel halt, ne? Die Sache mal will ich nicht haben, aber wenn man sie hat, ist das schon echt geil. Guck dir das an, das ist so verrückt. Ja, das ist das Problem, 1000 Dateien nachher, ne? Guck mal, jetzt zoome ich da nochmal rein. Das ist geil. Boah. Alter, Alter. Krass. Krass, oder? Ich will das Ding haben. Wir sitzen hier beide, drücken immer mal wieder drauf, machen Dauerfeuer. Und jeder Schuss sitzt. Das ist tatsächlich so. Obwohl wir Schnee haben und die Vögel halt teilweise gar nicht zu sehen sind, dann sitzen sie im Kopf im Schnee, tauchen wieder auf und sobald der Kopf zu sehen ist, zack, Augenerkennung. Und wenn wir kontrollieren, dann sieht es auch so aus. Es ist, glaube ich, wirklich fokussiert. Vom Aufbau her haben wir jetzt hier halt das Stativ stehen. Auf der Kellertreppe sitzen wir, auf der Kellertreppe, so dass wir knapp über dem Boden sind, ein bisschen Schnee im Vorder- und Hintergrund haben, dass wir ein bisschen auch Tiefenwirkung haben. Und dadurch, dass Schnee ist und bedeckter Himmel, haben wir konstantes Licht, aber auch relativ viel Licht, weil wir arbeiten natürlich mit einer kurzen Verschlusszeit wegen, weil die Vögel sich ja hektisch bewegen, ne? Und wir haben ja nur F4. Das Objektiv steht auf dem Stativ, sodass wir die Hände frei haben, Kaffee trinken können. Und dadurch, dass wir das hier abgehängt haben, können wir uns hier eigentlich ziemlich frei bewegen, solange wir nicht quatschen. Die Vögel sehen uns nicht, wir sind weit genug weg. Also das klappt jetzt total problemlos. Kann man im heimischen Garten machen. Aber nicht mit der teuren Kamera. Das Perlen vor die Säue. Wirklich. Sehr speziell ist sicherlich, ich habe diese schnelle Bildfolge und der Autofokus sitzt immer. Das heißt, ich kann tatsächlich Sachen machen, wie da springt ein Vogel im Schnee rum oder er landet gerade oder fliegt gerade weg. So diese ganzen Action-Shots, die kann man halt damit machen. Und man muss quasi nicht mal hingucken. Man könnte im Grunde so fotografieren, nebenbei einen Kaffee trinken. Sobald ein Vogel da ist, sobald ein Kopf zu sehen ist, sitzt der. Das ist genauso wie bei einem Menschen-Autofokus, zumindest vom ersten Eindruck her genauso gut. Klappt das jetzt auch bei den Vögeln? Keine Ahnung, frag mich nicht wie, weil, also, keine Ahnung, ich konnte keine Augen sehen. Wirklich cool. Autofokus bei normalen Tieren. Und zwar haben wir uns von Gearflix ausgeliehen, das 600mm F4 von Sony. Lieben Dank an Gearflix-Team. Und damit waren wir draußen im Schnee. Es hat wirklich doll geschneit, also wirklich doll geschneit. Wir haben gesagt, schwierigste Situation. Ich habe einen schwarzen Hund, der hat schwarze Augen, schwarzer Hund, hektisch, schnell am Rennen und so weiter. Also schwieriger fällt mir eigentlich nicht ein. Und dann noch so ein trüber Tag. Es war dann allerdings tatsächlich so, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Wir konnten gar nicht fokussieren. Nicht nur nicht auf den Hund, sondern auch gar nicht auf den Baum und so weiter. Weil der Schneefall so stark war, dass der Autofokus immer irgendwo am Schnee hängen geblieben ist. Das mag ein Bedienungsproblem sein. Ich bin halt jetzt kein richtiger Action-Sportfotograf. Wir haben es also dann nicht hingekriegt. Wir sind gewechselt auf das 70-200 F2.8, also auch das Gute von Sony. Das ging dann besser, aber auch nur ab einer gewissen Entfernung. Also zu weit weg ging der Autofokus gar nicht mehr und ab einer gewissen Entfernung ging das dann und dann auch schnell und gut. Dann haben wir gesagt, wir machen das nochmal, wenn es aufhört zu schneien. Seitdem warten wir drauf, dass es mal nicht regnet oder schneit, weil es Schneechaos, also wirklich, wirklich Wetterchaos im Mitte Norddeutschland. Da sind wir so ein bisschen die Hände gebunden. Stattdessen sind wir dann nach drinnen gegangen. Und zwar hier im Studio. Wenig Licht, also heute Morgen, also trüber Tag. Und dann haben wir hier ein bisschen Augen-Autofokus bei diesem schwarzen Hund. Also das musst du dir so vorstellen, ich gucke den Hund an, ich sehe das Auge nicht zwischen dem schwarzen Gesicht, weil schwarz auf schwarz. Augen-Autofokus sitzt eigentlich immer. Also Gegenlichtsituationen manchmal nicht. Also immer, sag mal, 95% der Fälle sitzt der und in allen einfachen Situationen sitzt der einfach immer. Da haben wir gesagt, gut, das ist zu einfach. Also haben wir die Videolampe angemacht und haben den Hund springen lassen, also Leckerli geworfen und dann danach schnappen. Und auch das geht. Continuous Autofokus, schnellen Autofokus anmachen mit dem 24-70, also Profi-Objektiv. Sobald ein Auge zu sehen ist, weil der Hund bewegt den Kopf, ne? Sobald das Auge zu sehen ist, zack, sitzt der Augen-Autofokus. Und man hat also sofort eine Serie an Bildern, wo halt das Gesicht scharf ist. Also schon wirklich, wirklich beeindruckend. Menschen-Auto-Autofokus haben wir ganz kurz ausprobiert. Das sieht soweit alles gut aus, so wie wir das von Sony halt kennen. Das ist aber schon bei der 6400 da und alles, was neuer ist, ist der schon so gut, dass der einfach immer sitzt. Hallen, Handball und so weiter können wir im Moment halt nicht probieren, weil wir nicht in die Halle dürfen zu den Handballern. Eine kleine Spezialität ist noch der elektronische Verschluss gegenüber mechanischem Verschluss. Eine normale Kamera hat einen mechanischen Verschluss, der geht auf und zu. Der kann aber nicht beliebig schnell werden. Also irgendwo sind da natürlich physikalische Grenzen. Deswegen gibt es einen elektronischen Verschluss. Der hat aber Nachteile. Ich kann hiermit mit dem elektronischen mit 30 Bildern pro Sekunde arbeiten. Das ist sehr, sehr schnell.
Aber normalerweise ist es bei Kameras so, und ich zeige hier mal dieses Bild von der A7 R3. Da sieht man das Problem so ein bisschen. Das ist nicht nur ein Thema für Golfspieler, sondern generell alles, was sich schnell bewegt, wird beim elektronischen Verschluss gerne verzerrt dargestellt, also gebogen quasi dargestellt. Und man hat auch häufig Probleme, wenn man gemischte Lichtsituationen hat, LED-Lampen, Neonlichter und so weiter, kann das zu diesem Flickern führen. Und bei der A9 ist das schon sehr viel besser und bei der A1 halt eben nochmal, sodass man das eigentlich nicht mehr sieht. Wir haben es probiert mit dem Besen, der Sebastian hat das Ding im Kreis geschwungen und wie Sie sehen, sehen Sie keinen krummen Besenstiel. Das ist wirklich gut. Das ist ein Thema für alle, die halt eben Silent shooten müssen oder tatsächlich diese 30 Bilder brauchen und in der Zukunft dann sicherlich, keine Ahnung, die nächste Kamera hat 50 Bilder pro Sekunde, keine Ahnung. Also das ist einfach gerade, das ist schon sehr speziell. Das ist auch ein Thema für Videoleute übrigens. Rolling Shutter ist bei der Kamera natürlich auch viel besser als bei einer A6000 oder sowas, wo das früher ein ziemliches Thema war, dass Laternenmasten schief sind und so weiter. ISO, wir haben jetzt keinen systematischen Test gemacht, weil das ISO schon länger bei Sony so ist, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt, wenn man nicht sehr extreme Situationen hat. Aber ich zeige mal Praxisbeispiele. Dieses Bild von meinem Hund in dieser Studiosituation, also sehr wenig Licht und bunte Lichter auch noch, also so ein bisschen ähnlich, wie wenn du irgendwie Kneipenfotografie machen möchtest, wenn das wieder erlaubt ist und so weiter. Und du siehst, das sind JPEGs out of Kamera. Die Lightroom hat noch keine Unterstützung für die RAW-Dateien, weil die Kamera gibt es ja offiziell noch gar nicht richtig. Das heißt, wir müssen mit JPEGs arbeiten oder man kann mit der gratis Software von Sony, kann man natürlich die RAW-Dateien in TIFFs wandeln und die TIFFs kann man dann natürlich in Lightroom importieren. Aber ich weiß nicht, wie dann die Rauschunterdrückung bei diesen Dateien ist. Deswegen konzentrieren wir uns hier auf die JPEGs. Für die Kanalmitglieder, also du kannst Mitglied werden bei mir unter dem Video, da gebe ich natürlich einen Haufen Dateien zum Download, sodass ihr da selbst rein Pixel piepen könnt. Und ich bin mir sicher, die Kollegen von DP Review, die machen das sehr systematisch mit dem ISO, die werden sicherlich das demnächst zur Verfügung stellen, sodass man da jede Kamera mit jedem vergleichen kann und so weiter. Kannst du genau gucken. Bei ISO 12.000 verglichen Sony A mit Sony B und so weiter. Da kannst du dich austoben. Für mich persönlich, ISO spielt aber keine Rolle mehr, schon seit Jahren. Videofunktion. Im Wesentlichen ist es eine A7S III, was das Video angeht, allerdings mit 8K. Wir haben es nicht im Detail, wir haben es einfach zu wenig Zeit gehabt, um im Detail damit zu arbeiten. Aber die Einstellmöglichkeiten sind im Wesentlichen genauso und der Autofokus scheint genauso gut zu funktionieren etc. Also sieht erstmal sehr ähnlich aus. Ob die Bildqualität in 4K besser ist als bei der A7S III, müsste man nochmal ausprobieren, weil ich theoretisch halt eben Downsampling machen könnte. Es könnte besser sein, das wissen wir aber nicht. Wir haben selbst überhaupt nicht mit 8K gearbeitet, weil es für uns kein Thema ist. Wir haben es letztes Jahr mal ausprobiert mit 8K und das ist schon cool, im Sinne von, es ist mal einmal cool und dann guckst du diese riesigen Dateien an und sagst, ja gut, also nicht für mich. Wir arbeiten beide mit Laptops. Ich habe den aktuellen M1 Laptop, MacBook Pro, also schneller geht eigentlich nicht bei Mac. Und ich will keine 8K-Dateien haben. Also will ich wirklich nicht haben. Für mich nicht relevant. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass so Naturfotografen, ne? Du bist Tierfotograf, du hast da vor dir den Hirsch im Dickicht und bist auf 400 mm und der ist zu klein. Dann filmst du den 8K und kannst nachher reinkroppen und hast halt ein cooles Naturvideo mit dem Hirsch in Fullscreen und so weiter. Das sehe ich natürlich schon. Aber für mich ist es kein Thema. Fazit, ich habe es mehrfach angedeutet, es war halt jetzt nur ein erster Eindruck, weil wir nur ein kurzes Zeitfenster haben und einfach auch die nächsten Tage hier Polarstrom auf uns zukommt. Es ist am Regnen oder am Schneien. Und, von so her, wir versuchen bis nächste Woche, bis wir die Kamera abgeben müssen, versuchen wir noch ein bisschen Material zu sammeln, versuchen noch ein paar Themen zu vertiefen. Versprechen kann ich es nicht, weil hier einfach wirklich jetzt Land unter ist so ein bisschen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, und wenn du mir auf Instagram folgst, wirst du es auch mitgekriegt haben, es macht halt total Spaß. Braucht man das? Nein. Wer die Kamera braucht, weiß das. Und der guckt meine Videos nicht. Alle anderen brauchen sie wahrscheinlich nicht zwingend für 7.000 Euro. Aber ganz ehrlich, das macht schon echt Spaß, weil das ist jetzt eine Sony, die mir nicht im Weg ist. Ich schimpfe ja gerne über Sony und die Bedienung und so weiter und so fort. Das ist hier gut. Und dadurch, dass die Buttons alle viel robuster, größer sind, an der richtigen Stelle sind, viele Custom-Buttons und halt eben Sachen sofort zur Hand und das Touch und etc. Also es macht Spaß, damit zu arbeiten. Es ist natürlich auch einfach mal cool. Das ist richtig cool. Wenn dann der Autofokus bei jedem Schuss sitzt und du schießt so, wird Fotografieren allerdings auch ein Stück weit langweilig. Ist tatsächlich so gewesen, dass ich die Vögel fotografiert hatte, vor der Kamera schon mal, mit der A7 R3. Und das war spannend. Spannender als damit, weil es schwieriger war. Aber wenn ich natürlich beruflich Tiere fotografieren würde oder beruflich Sport fotografieren würde, klar, dann bin ich froh, dass es besser geht. Aber es geht ein bisschen der Spaß verloren, weil es zu einfach wird. Aber es trennt der Zeit. Und dafür bin ich dann nachher verantwortlich für Bildkomposition, habe mehr Zeit dafür. Ich muss mich um Technik nicht mehr kümmern. Das kann man da schon sagen. Das war mal so mein erster Eindruck. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. Und vielleicht schon mal vormerken bei Gearflix zum Ausleihen. Mit drei Kumpels zusammentun und dann mal eine Woche ausleihen oder zwei.
Und dann mal richtig Gas geben. Das macht halt schon Spaß. Mit dem Problem, danach will man sie haben. Es fällt mir schwer, die zurückzugeben, ganz ehrlich. Irgendwas müssen wir uns da noch ausdenken, Sebastian, dass wir die heimlich behalten können. Wir schicken eine alte zurück, das merkt doch keiner. Die Post hat die vertauscht. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.